Nach den heutigen US-Arbeitsmarktdaten sehen die Märkte eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, dass die Fed die Zinsen weiter anhebt, aber Dollar und Renditen steigen. Ja, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Wenn die Zinsen nicht mehr steigen, dürfte der Dollar nicht stärker werden und dürften die Renditen nicht steigen. Was ist da los? Was riechen möglicherweise die Devisen- und die Rentenmärkte hier, was die Aktienmärkte zunächst nicht gerochen haben? Das wollen wir uns gleich mal anschauen. Auf jeden Fall passt es nicht zusammen, aber zunächst mal ein Blick auf die Arbeitsmarktdaten. Die Zahl der neuen Stellen in der Headline besser als erwartet. Zunächst mal mit 187.000 nach den schwächeren ADP. Und JOLTS-Daten hatte man eigentlich in der Flüsterschätzung mit deutlich weniger neuen Stellen gerechnet. Wir sehen die Arbeitslosenquote auf 3,8% gestiegen, sehr deutlich von 3,5% auf 3,8%. Stundenlöhne ein bisschen geringer zum Vormonat mit 0,2%. Jetzt weist Nick Timiraos, das Mouthpiece der Fed, darauf hin, naja, guck mal, im Juli, aus dem ja diese Daten stammen, gab es 2 mehr Wochenendtage als im Juni. Und das verzerrt so ein bisschen die Daten, das drückt so ein bisschen den Gesamtmonat, was die Durchschnittsstundenlöhne betrifft, nach unten. Komplizierte Logik, aber ist der Fall. Und wir sehen auch, Fulltime-Jobs sind um 85.000 gefallen, dazu gleich noch mehr. However, man hat sich hier fokussiert auf die geringeren Stundenlöhne und hat hier zunächst mal, die Märkte sind zunächst mal gestiegen, also die Aktienmärkte, Dollar nach unten, Renditen nach unten. Aber das hat nicht allzu lange gedauert. Wir sehen jetzt einige Zeit nach Veröffentlichung der Daten nur eine 7%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Fed am 26. September bei der nächsten Sitzung dann die Zinsen anhebt. Blicken wir mal auf den November. 1. November ist die übernächste Fed-Sitzung. Dann sehen wir die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen höher stehen als heute um 25 Basispunkte, auch nur 33%, also ein Drittel, 2/3 Wahrscheinlichkeit, dass dann nichts mehr passiert bis November, also die Zinsen nicht mehr steigen. Und hier zum Beispiel Commerzbank sagt auch, also wir sehen hier eine deutliche Abschwächung beim Arbeitsmarkt. Und die Daten stützen unsere Prognose, dass die Notenbank, nämlich die Fed, die Zinsen nicht weiter anhebt. Ähnlich sieht es auch Sven Henrik, der sagt, ja, hier in diesem Chart, den wir hier sehen, sehen wir diesen Move nach oben bei der Arbeitslosenquote auf 3,8%. Den können wir noch gar nicht sehen. Die Fed ist fertig mit Zinsanhebungen, wird nichts mehr passieren. Punkt, basta, aus, sagt der gute Sven. Nun tendiert die Fed dazu, wenn man sich mal die Vergangenheit anschaut, die Zinsen dann nicht mehr anzuheben, wenn die Arbeitslosenquote über der Inflation liegt. Das ist derzeit ja jetzt schon der Fall. Wir hatten eine Inflation, die, soweit ich erinnere, bei 3,2% gelegen hat im Juli. Bekommen ja jetzt am 13. September die neuen frischen CPI-August-Daten und die Arbeitslosenquote bei 3,8 würde also bedeuten, die Fed muss die Zinsen nicht mehr anheben. Aber was passiert, wenn die Inflation jetzt wieder weiter nach oben geht? Dann würde die Fed auf jeden Fall ein bisschen ins Grübeln kommen. Was tun? Was sollen wir machen? Und hier, ähnlich hat sich dann gleich jemand geäußert, aber zunächst mal noch ein anderer Zusammenhang, Dollar wird stärker heute. Und normalerweise, Dollar und S&P, das verträgt sich nicht, geht der Dollar nach oben, geht der S&P nach unten, respektive die Aktienmärkte und umgekehrt. Wir sehen hier die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe vor dem heutigen Handelstag an einer wichtigen Aufwärtstrendlinie und die ist jetzt erstmal gehalten worden. Hier sehen wir mal, die Rendite zwischenzeitlich ist jetzt wieder ein bisschen runter auf 4,203% gestiegen, wir waren schon bei 4,05%. Nach Veröffentlichung der Zahlen, aber dann ging die Rendite wieder deutlich nach oben und einer der Gründe ist die gute Frau Mester, die natürlich eher auf der hawkischen Seite der Fed unterwegs ist, die gesagt hat, also trotz einiger Fortschritte, die Inflation ist noch zu hoch und ja, Dr. Jörg Rahn hat es heute gesagt, wir haben ja heute mit Rüdiger Born und Jörg Rahn ein Video von der Elbe gemacht, da hat er das auf den Punkt gebracht, was ich auch denke, es ist immer noch zu hoch, 4,2% ist immer noch zu hoch und dann ist die Fed ja sehr stark geprägt, eben auch aus den 70er Jahren, hier sehen wir mal eine ganz ähnliche Inflationsentwicklung zwischen 1973 und 1980. Da ging es auch mit der Inflation 73 erstmal nach oben, dann fiel die wieder steil ab und dann ging es wieder nach oben, weil dann die sogenannten Preis-Lohn-Effekte oder Lohnpreiseffekte, je nachdem wie man es bezeichnet, dann eben ausschlaggebend waren. Das heißt, die Inflation ist gestiegen, dann mussten die Arbeitnehmer höhere Löhne fordern, bekamen sie auch, was dann die Inflation wieder nach oben trieb und
wenn wir uns hier mal die Projektion anschauen, für das, was da kommt in Sachen Inflation in den nächsten Monaten, dann sehen wir latentes Aufwärtspotenzial aufgrund der Basiseffekte eben zu dem Vorjahresmonat, weil im Vorjahresmonat oder in den Vorjahresmonaten dann in der zweiten Jahreshälfte die Inflation ja Stück für Stück nach unten gekommen ist. Und die Fed, wie gesagt, hat Angst, denselben Fehler zu machen wie in den 70er, 80er Jahren, als man zu früh die Zinsen wieder senkte, jedenfalls die Renditen gestiegen. Und hier sehen wir dann bei Bloomberg die Meldung Big Tech belastet Aktien, weil die Renditen reversen, also praktisch wieder nach oben gehen. Eine Tesla, eine Nvidia heute eher auf der schwachen Seite. Man erwähnt hier auch Mesta, die so ein bisschen den Spaß verdorben hat. Und hier sehen wir, in letzter Zeit handelt der Nasdaq wieder praktisch im Einklang mit den Renditen der etwa 10-jährigen US-Staatsanleihe, die hier invertiert dargestellt ist. Das heißt, gehen Renditen runter, geht Nasdaq rauf, gehen die Renditen rauf, geht der Nasdaq runter. So ist es dann auch im heutigen Tagesverlauf gewesen. Aber wir haben nach wie vor eine immense Abkoppelung zwischen dem Nasdaq und der 10-jährigen Anleiherendite. Man könnte es so übersetzen, Tech ist Hoffnung, ist der zukünftige Gewinne, die abdiskontierte werden, und die 10-jährige Anleiherendite ist im Prinzip das, was Geld kostet, wenn man es jetzt mal runterbrechen will. Dementsprechend leidet normal Tech, wenn Geld viel kostet, ist das nicht so richtig gut für die Aktienmärkte, aber das hat sich völlig entkoppelt, und wir sehen, wann das sich entkoppelt hat. Das war im März mit der Bankenkrise. Da haben die Tech-Werte schon gespielt, naja, die Fed wird doch die Zinsen senken, wenn die Bankenkrise so schlimm ist, also ist das gut für Tech, also gehen wir mal nach oben. Und da ist ein Riesengap, eine Riesenlücke, und das wird sich schließen müssen. Entweder werden die Renditen wieder nach unten kommen müssen, oder der Nasdaq muss nach unten kommen und den gestiegenen Renditen Tribut zahlen. Eins von beiden, beide geht nicht, kann man sagen. Und hier sehen wir mal den Dollarindex. Wir haben vorhin gehört, Dollar. Wenn Dollar steigt, meistens S&P schwach. Wenn Dollar fällt, meistens S&P und Aktienmärkte stark. Hier sehen wir, Booms, das geht nach oben, und zwar mit Schmackes. Wir hatten ja noch kürzlich hier einen drastischen Abverkauf nach den schwächeren offenen Stellen, den JOLTS, nach dem ADP, nachdem die Konjunkturdaten, BIP, zweite Veröffentlichung, schwächer waren. Da haben alle gesagt, Mensch, der Dollar, der wird fallen. Und jetzt sehen wir dieses Comeback, Booms, geht es nach oben. Und der Dollar gewinnt gegen den Euro, gegen den Franken, gegen den Yen, gegen alles, was kreucht und fleucht auf dieser Welt an Währung. Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Und wenn wir uns mal ein Liquiditätsasset wie Bitcoin anschauen, dann sehen wir kürzlich ja dieser Move wegen diesem Bitcoin-ETF etc. Aber das wird jetzt komplett abverkauft. Wir sind tiefer als zu dem Zeitpunkt, als die SEC diese Niederlage in Sachen Bitcoin-ETF erlitten hat. Und Bitcoin ist ein unglaublich gutes Barometer, könnte man sagen, für Liquidität und Zinsen, nämlich das, was Geld kostet. Bitcoin ja nicht verzinst, ähnlich wie Gold. Und wir sehen hier, als Corona kam und die Notenbanken in Panik gerieten, Zinsen auf Null senken, Liquidität ins System schütteten, Booms, da ging es für Bitcoin nach oben. Dann Anfang 22, als auch die Aktienmärkte ihr Hoch erreicht hatten, gleich Anfang Januar, ab dann ging es nach unten, weil die Fed gleich am Anfang des Jahres 2022 klargemacht hatte, ups, wir müssen die Zinsen anheben. Dann folgte ein massiver Fall, jetzt so eine etwas anämische Erholung, die jetzt wiederum abverkauft wird. Wir sehen also einen engen Zusammenhang zwischen den Zinsen, dem, was Geld kostet, und Liquidität. Wir sehen derzeit ja Liquiditätsentzug, die Fed-Bilanz schrumpft immer weiter. Wir sehen auf der anderen Seite, dass die Aktienmärkte aber dennoch gestiegen sind. Passt irgendwie nicht zusammen. Dementsprechend kommt jetzt vielleicht wieder was zusammen, was zu weit auseinandergelaufen war, nämlich das, was Geld kostet und das, was Aktien an Bewertungen haben, vor allem dann angesichts der absehbaren Konjunkturentwicklung. Das will ich nämlich jetzt gleich mal zeigen, denn wenn wir uns diese Arbeitsmarktdaten genauer anschauen, dann sind sie unter der Oberfläche ziemlich hässlich, muss man sagen, denn zum Beispiel der Juni, der ursprünglich mit 209.000 neuen Stellen gemeldet war, wurde runterrevidiert in der ersten Revision auf 185 und jetzt auf nur noch 105. Da sind also mal eben 104.000 Stellen in einem einzigen Monat verschwunden. Gell, also bei mir verschwinden auch manchmal 100.000 Stellen. Das passiert halt einmal. Ne, da kannst du ja nichts machen. Ne, jeder verliert einmal 100.000 Stellen. Sie nicht etwa. Ich schon. Ja, also ich muss das ganz klar bekennen. Also das ist natürlich schon fast schon nicht mehr erklärbar, diese
Revisionen und dann schauen wir uns mal auch das sehr unschöne Bild an, dass wir jetzt in 2 Monaten 670.000 Vollzeitstellen verloren haben, aber auf der anderen Seite 1 Million Teilzeitstellen gewonnen haben. Das heißt also, wir haben eine Verschlechterung der Qualität hier dieser Jobs, wenn man so will. Da in den USA, wenn ihr eine Putzfrau 2 Stunden die Woche arbeitet, zählt das ja als neuer Job. Also wir sehen, da ist einiges in der Mache, jenseits der großen Frage, wie es zu solchen Abwärtsrevisionen kommen kann. Das ist eigentlich nicht mehr wirklich seriös. Aber dann jetzt noch ein anderer wichtiger Punkt. Wir haben gesehen, dass die Arbeitslosenquote gestiegen ist auf 3,8% von 3,5. Das ist ein fetter Satz, das sieht man sehr, sehr selten. Jetzt sehen wir, dass die Participation Rate, also diejenigen, die überhaupt Arbeit suchen, ist deutlich gestiegen von 62,8% von 62,5%. Klingt nicht nach viel, heißt aber sehr, sehr viel. Vor allem die sogenannten Prime Age Workers, also die zwischen 25 und 54, sind jetzt wieder zurück im Job mit 83,5% an deren Beteiligung. Und warum sind sie wieder zurück im Job? Nun, weil die Amerikaner praktisch kaum mehr Ersparnisse haben. Wir haben gestern gesehen bei den PCE-Verbraucherpreisen, da wird auch die Sparquote im Mittel respektive Ausgabeneinnahmen der Amerikaner, dass die Sparquote massiv gefallen ist im Juli. Nämlich mal entspannt um 150 Milliarden Dollars. Warum? Weil die Herrschaften in den USA natürlich dazu neigen, im Sommerurlaub ein bisschen Geld auszugeben. Man hat aber nicht mehr allzu viel. Jetzt ist die Sparquote von 3,5%, der tiefste Stand seit Januar 2022. Mit anderen Worten, die Ersparnisse, die vor allem aus der Corona-Zeit unter anderem durch Helikopterschecks entstanden sind, die sind jetzt praktisch weg. Und wir sehen, dass fast 600.000 neue Arbeitskräfte wieder in den Arbeitsmarkt zurückgekehrt sind. Das ist das höchste Level seit Oktober 2019. Warum? Weil eben die Ersparnisse praktisch weg sind und weil die Kreditkarten schon maximal ausgereizt sind. Wir haben ja gesehen, oder ich hatte es öfter dargestellt, dass die Amerikaner die gestiegene Inflation durch die weitere Nutzung der Kreditkarte letztendlich finanzieren zu horrenden Kosten. Die Zinsen über 20% für die Kreditkarte. Und hier sehen wir mal, wir hatten die Ersparnisse von den Amerikanern, die waren im Hoch bei 2,1 Billionen Dollar. Jetzt sind vielleicht noch um und bei 190 Milliarden übrig. Wir sind also 91% vom Peak gefallen. Und durchschnittlich haben die Amerikaner 100 Milliarden Dollar pro Monat an Ersparnissen praktisch verbraten. Und was bleibt dir übrig? Wenn du nicht mehr viel Geld hast, dann musst du dich um Arbeit bemühen. Und genau das ist passiert in den USA. Also da sehen wir, da besteht der Druck auf die Leute. Wir hatten heute auch minimal besser als erwartete ISM-Daten. Preise sind im Vergleich zum Vormonat wieder mit 48,4 höher als im letzten Monat 44,0. Allerdings muss man sagen, alle Werte unter 50 bedeuten, dass faktisch die Preise zum Vormonat nicht gestiegen, sondern sogar leicht gefallen sind. However, Employment relativ stark, New Orders ein bisschen schwäche. Aber, und ein Punkt ist, dass die Inventories auf ein 11-Jahrestief gefallen sind. Das heißt, die können eigentlich fast nur noch steigen von hier. Wie auch immer, die ISM-Daten fanden schon Beachtung, sind aber natürlich nicht ganz so wichtig wie jetzt die Non-Farm Payrolls. Jetzt muss ich mal manuell hier was ein bisschen verändern, meine Damen und Herren, aber da bin ich schon wieder. Zack, kaum ist der Watz der Stunde, schon ist der Fugmann wieder im Bild, gell, nicht wahr? Hier sehen wir jetzt mal einen interessanten Punkt aus meiner Sicht. Michael Guyett, der ein sehr kritischer Geist ist, sagte, guckt euch mal Utilities an, also Versorger, defensive Werte, die defensiven Werte schlechthin, Energie, Wasser und diese ganzen Geschichten. Der sagt, die Utilities sind jetzt genau in Relation zum S&P 500 an dem Punkt, an dem sie im November 2021 waren, als der Large Cap Bear Market begonnen hat, also der Bärenmarkt für die großen Tech-Werte, die ja in Corona zunächst mal so stark gestiegen war. Einer dieser großen Tech-Werte ist Nvidia. Und hier wird langsam das Feuer ein bisschen größer, wo die Frage immer mehr in den Raum kommt, was passiert da eigentlich bei Nvidia? Sind die Books ein bisschen guckt, wie man in Amerika sagt, ein bisschen aufgeblasen und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass dem so ist. Jetzt sagt etwa Kashyap Sriram,
Ich habe tausende von Firmen analysiert, aber solche Financial Shenanigans wie bei Nvidia habe ich noch nie gesehen. Da gibt es Zirkelgeschäfte, die letztendlich den Umsatz aufblasen. Da gibt es Verkäufe von Insidern, die genau auf dem Top verkaufen. Und. Das sind nur einige Punkte. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Hatte dazu ja schon ein Video gezeigt von Samantha Ladog. Aber das könnte eine ganz, ganz große Geschichte werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es die neue Wirecard ist. So weit will ich nicht gehen. Aber da ist einiges im Argen. Das ist nicht koscher, meine Damen und Herren. Und das ist ja einer der, oder wenn nicht der Treiber für die KI-Rallye. Jetzt noch zwei Empfehlungen, bevor ich Sie ins wohlverdiente Wochenende entlasse. Wir sehen in Schweden einen Crash passieren, nämlich am Immobilienmarkt. Das sind 2/3 aller Neubauten, werden storniert von den Käufern. Die müssen dafür eine Gebühr zahlen, aber sagen sich, na, Hauptsache, ich habe das Haus nicht, weil die Preise fallen in Schweden. Ein Vertreter einer großen Bank sagt, es ist ein Desaster. Und Marc Schieritz, jemand, den ich nicht unbedingt schätze, von der Zeit, der sagt, wenn die EZB so weitermacht, ist das Fachkräfteproblem am Bau auch gelöst, weil es keinen Bau mehr gibt. Ja, der Bausektor hat ein Problem, aber Daniel Stelter stellt die richtige Frage. Was ist das für eine Welt, wo Bau sich nur lohnt, wenn Geld nichts kostet, und die Immobilienpreise sind ja so stark gestiegen, weil Geld nichts gekostet hat. Also Schweden, erste Empfehlung, lesen. Und zweite Empfehlung, etwas, was mich mit tiefer Befriedigung erfüllt, der Rechnungshof hat jetzt gesagt, das, was die Bundesregierung hier als Sondervermögen bezeichnet, sind Sonderschulden. Man bringt also das, was der Fall ist, wieder auf den Punkt. Sondervermögen suggeriert ja, es würde sich hier um Vermögen handeln. Fakt ist, sind es Schulden. Ein sehr, sehr wichtiger Schritt aus meiner Sicht für unsere Demokratie, dass man die Dinge beim Namen benennt und nicht mit solchen verniedlichenden Wörtern wie Sondervermögen die faktische Schulden Explosion auch der deutschen Bundesregierung kaschiert. Also diese beiden Artikel, Schweden und Sonderschulden. Und jetzt wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende. Servus, ciao.